Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Im heutigen Video, da geht es wieder einmal über einen historischen Elefantenpfleger, und zwar um George Washington Lewis, besser bekannt als George Slim Lewis. Der lebte von 1911 bis 1981, nur dass man mal eine Vorstellung hat, über welche Zeitperiode ich hier spreche. Und das ganze Video jetzt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Mein Name ist Diplombiologe Tobias Dornbusch und ich habe 1995 angefangen, mit Elefanten zu arbeiten und über Elefanten zu studieren. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Im heutigen Video, da geht es um den berühmten Elefantentrainer Nordamerikas George Washington Lewis, der von 1911 bis 1981 lebte und besser bekannt ist unter dem Namen George Slim Lewis, weil er sehr dünn war, was ihm auch das Leben rettete. Dazu sogleich. George Slim Lewis wurde, wie gesagt, 1911 geboren und im Alter von 16 Jahren, 1927, da ging er zum reisenden Zirkus, und zwar zum Zirkus Algay Barnes. So, und das ist ein Plakat aus jener Zeit, ein Zirkus-Werbeplakat, Algay Barnes, Big Four-Ring Wild Animal Circus, Tusco, the largest elephant in the world, a foot taller than Jumbo, a ton and a half heavier. One exhibition in the menagerie with 1200 wild animals. Und hier wird Tusco ja als ein sehr tolles Aushängeschild des Zirkus dargestellt. In der Realität wurde der Elefantenbulle bald unkontrollierbar. Tusco, er wurde 1897 wild geboren und kam 1900 in die USA, im Jahr 1900. Tja, die Realität, wie Tusco dann wirklich im Zirkus Algay Barnes gehalten wurde, die sah so aus. Tusco wurde berühmt, fast so berühmt wie der legendäre Jumbo vom Londoner Zoo bzw. vom Zirkus Barnum & Bailey bzw. Barnum & London hieß er zur damaligen Zeit. Fast so berühmt. Warum? Er war nicht so groß, aber er war der am meisten in Ketten gelegte Elefant Nordamerikas. Und das machte ihn zum Aushängeschild. Das machte ihn so berühmt, dass er so sehr in Ketten gehalten wurde. Ja, Tusco wurde dann im Zirkus mehr und mehr zum Problem. Es wurde ein Ersatz für ihn gefunden, ein anderer Elefant, Black Diamond, der als Tusco dann ausgegeben wurde. Und der echte Tusco wurde dann als Nightmare Tusco ausgestellt. Das erinnert mich fast an diesen Film Dumbo, der fliegende Elefant, wo es auch diesen Nightmare-Teil in dem Freizeitpark gibt. Naja, das war Realität. Und dann wurde aber der Fake-Tusco, der Black Diamond-Elefantenbulle, sehr gefährlich. Er brachte eine Zuschauerin, ein Kind, erst 4 Jahre alt, ein Mädchen, um vor den Augen von vielen Schaulustigen und wurde daraufhin getötet. Und der Zirkus wollte dann zur Sicherheit auch den echten Tusco
loswerden. Die Elefantenpfleger taten sich zusammen und kauften Tusco dem Zirkus ab für einen symbolischen Dollar. Ja, und dann führten sie ein Tramper-Dasein mit Tusco. Das Problem, Tusco griff auch weiterhin die Elefantenpfleger an und nach verabschiedeten die sich von diesem Tramper-Dasein, mit Ausnahme von George Washington Lewis, der es schaffte, den Bullen fast ohne Ketten, es gab noch Ketten hier von den Stoßzähnen zu den Vorderbeinen und die Hinterbeine waren zusammengehobelt, aber fast ohne Ketten schaffte George Slim Lewis es, Tusco zu halten und mit ihm eine relativ schöne Zeit zu verbringen. Das war 1931. Finanziell war dies aber nicht weiter stemmbar und nachdem sie strandeten, dann in Seattle, Tusco mit George Slim Lewis, und es finanziell keinen Ausweg mehr gab, wurde Tusco vom Zoo Seattle aufgenommen. Das war 1932. Dort wurde er vom Zoo Seattle aufgenommen und George Slim Lewis wurde natürlich als der Elefantentrainer im Zoo Seattle, der Elefantenpfleger, dann auch eingestellt. Sein erstes Engagement in einem Zoo. Und es gab dort auch eine Elefantenkuh. Paarungen konnte es aber wegen der Ketten nicht geben und da nur direkter Kontakt möglich ist, konnten die Ketten nicht abgenommen werden, um nicht völlig die Kontrolle zu verlieren. Trotzdem, Tusco und diese Elefantenkuh hatten verhältnismäßig schöne Tage im Zoo von Seattle mit George Slim Lewis. Leider aber starb Tusco nur ein Jahr später am 10. Juni 1933 im Zoo von Seattle. Es war der Lieblingselefant von George Slim Lewis, der in seinen Memoiren später schrieb: Mögen wir uns eines Tages wiedersehen, dort, wo das Gras hoch und grün wächst und wo es keine Ketten gibt. George Slim Lewis wechselte dann, machte noch andere Jobs. Er war auch als Tätowierer aktiv, machte ein Tattoo-Studio in Seattle auf. Aber dann nahm er ein Engagement an im größten Elefantenhaus der Welt seiner Zeit, im Brookfield Zoo in Chicago. Und dort, da er als Bullenspezialist galt, arbeitete er mit dem asiatischen Elefantenbullen Ziggy. Das war Anfang der 1940er Jahre. Am 26. April 1941, während des Zweiten Weltkriegs in Europa, kam es dann zu einer Attacke von dem asiatischen Elefantenbullen Ziggy auf George Slim Lewis, der durch seine Schlankheit wie durch ein Wunder zwischen den Stoßzähnen des Elefantenbullen mit dem Leben davonkam, sich in den Graben retten konnte. Und ein Zoobesucher machte 1941 dieses Foto von der Attacke, das am nächsten Tag auf den Titelseiten aller Chicagoer Zeitungen war. Der Elefantenbulle Ziggy sollte von der Elefantenanlage ins Elefantenhaus gebracht werden. So kam es zu dieser Situation. Er wollte aber noch bei den Weibchen bleiben, beziehungsweise den Blick auf die Weibchen haben, noch nicht ins Haus gehen. So kam es zu einem Konflikt und deshalb attackierte er George Slim Lewis. Nachdem nun der Bullenspezialist attackiert worden war, traute sich niemand mehr Ziggy vom Stall. Er kam dann natürlich irgendwie noch in den Stall an diesem Tag, aber nun traute sich niemand mehr, ihn rauszulassen. Und das Problem, auch hier direkter Kontakt mit einem Elefantenbullen, und der Elefantenbulle musste vom Bullenstall ins Außengehege geführt werden. Es gab keinen direkten Zugang ohne direkten Kontakt. Das brachte Ziggy mehr als 30 Jahre Kettenhaltung im Stall ein. Erst
1971. Am 28. August 1971 wurde ein sicherer Korridor gebaut vom Bullenstall ins Bullenaußengehege und Sigi konnte dann gefahrlos ins Außengehege gelassen wurden. Man befürchtete aber, dass der Bulle den Weg nicht gehen würde, nachdem er 30 Jahre lang nur im Stall stand und man engagierte wieder George Slim Lewis, der inzwischen dieses Tattoo-Studio in Seattle hatte und er wurde dann im Alter von 61 Jahren, 30 Jahre nach der Attacke, wieder zu Ziggy gerufen. Er schaffte es, den Bullen unter Kontrolle zu bringen und begleitete Ziggy ins Außengehege, der fortan auch alleine wieder ins Außengehege ging. Ja, bis 1975. Dann versuchte er, einen Tierpfleger zu attackieren, stürzte dabei in den Graben, das war im Elefantenhaus, und musste dann aus dem Graben rausgehievt werden. Er überlebte dies zwar, aber sein Gesundheitszustand nahm rapide ab. Ob das mit seinem Alter zu tun hat oder mit dem Grabensturz, ist nicht genau bekannt. Ziggy starb dann schließlich 1975 im Brockfield Zoo in Chicago. Aber er hatte noch 4 verhältnismäßig schöne Jahre, wo er täglich Zugang zum Außengehege hatte. Wie ging es mit George Slim Lewis weiter? George Washington Lewis nahm 1972 noch einen anderen Job an, die Betreuung einer Elefantenkuh. Und diese Elefantenkuh attackierte ihn 1972 im Alter von 61, 62 Jahren so stark, dass er seinen Job als Elefantentrainer nicht mehr ausüben konnte. George Slim Lewis starb 9 Jahre später, 1981, im Alter von 70 Jahren. Ja, so viel zu George Slim Lewis, einem der bekanntesten Elefantentrainer Nordamerikas, der sowohl in Zirkussen als auch in Zoos arbeitete und als Bullenspezialist galt, zu einer Zeit, als Bullen noch im direkten Kontakt gehalten wurden. Aber auch er scheiterte ja letztlich, wie man an dem Angriff von Ziggy sieht, und letztlich war es eine Elefantenkuh, die ihn arbeitsunfähig machte und schwer verletzte bei einem Angriff. Und man muss dazu sagen, aus heutiger Sicht würden auch wir George Slim Lewis ganz klar als Hardliner deklarieren und als Hardliner würden Tierschützer wirklich massiv gegen derartige Methoden vorgehen. Man muss dies alles bitte im historischen Kontext sehen und wenn es im historischen Kontext eben möglich war, einen Elefantenbullen, der im Zirkus so gehalten wurde, später so zu halten, dann war George Slim Lewis schon einer der guten Elefantentrainer der damaligen Zeit. Aber heute würden wir diese Elefanten natürlich im Protected Contact halten. Und Elefantenbullen im Zirkus, das ist ja ohnehin etwas, was zumindest in Europa inzwischen der Vergangenheit angehört. Natürlich haben wir uns da alle weiterentwickelt. Das ist ganz klar und das ist ja auch ein Muss und das ist ja auch sehr gut so. Aber wie gesagt, man muss es bitte im historischen Kontext sehen. Und da ist George Slim Lewis einer der bedeutendsten Elefantenpfleger seiner Zeit 1911 bis 1981. Ja, dies war schon mein Video für heute. Ich hoffe, dass es gefallen hat. Dann gerne ein Like da lassen. Gerne auch ein Abonnement für den Kanal abschließen. Das geht da unten irgendwo. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, um auch zukünftig keine Videos mehr zu verpassen. Außerdem freue ich mich auch über Kommentare. Die lese ich in jedem Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!